Hey Leute, oh ja, Sasono hier. Es ist wieder soweit. Die letzten 48 Stunden haben wir im Stream quasi die ganze Zeit die Quests hier hoch und runter gemacht. Und wir haben wohl das versteckte Finale gefunden. Und ja, wir wissen es noch nicht genau. Wir sind hier gerade noch live im Stream. Und da fangen wir jetzt mit an. Denn in den letzten drei Videos habt ihr gesehen, wie man die Inseln in Anführungsstrichen richtig verarbeitet und die perfekt löst. Und dafür kriegt ihr diese drei Artefakte. So, wie kamen wir auf den ganzen Schuh? Vorgestern im Chat hätte ich doch wohl gelesen, dass es wohl einen Arbeitskraftbonus geben würde. Und dann hing ich bei einer Quest fest von Kidusi Anitoni, wo man einen Artefakt abgeben soll. Und dieses Artefakt soll von epischer oder legendärer Rarität sein. Und eigentlich, das Bildchen sieht aus wie, ich schaue kurz in die Liste rein, Items. Es sieht aus wie, finde ich es nicht, war natürlich klar, hier, wie die Bundeslade. So, die Bundeslade ist aber, wenn man hier auf der Königsinsel guckt, hier ist ein Tempel von Elar. Dieser Tempel ist das erste Gebäude von den Besa bekannt und wurde von der Königin von Seba für ihren verstorbenen Mann Elam auf den Grundmauern, Text ist nicht lange genug angezeigt, von Taborim errichtet. Unter der Herrschaft der Sieben wurde er restauriert. Priester aus Kidusi Anitoni behaupten, dass hier vor langer, langer Zeit die Bundeslade aufbewahrt wurde. Daher dachte ich die ganze Zeit, ich muss doch irgendwie an diese blöde Bundeslade kommen, damit ich diese Bundeslade spenden kann an die Kidusi Anitoni-Leute, wenn ich die Quest dafür habe. Und da haben wir dann im Chat rumdiskutiert und rumgesucht und rumgemacht. Und im Endeffekt haben wir dann so ein paar Spezialisten, die sich ein bisschen mit den Assets auskennen. Also im Endeffekt die Spieldateien. Das ist eine Wall of Text, das ist, da steigt man so nicht durch, wenn man da keine Ahnung von hat oder keine Programme für hat. Und nach ungefähr 2 Tagen suchen und hinweisen und mit 3, 4 Leuten waren wir da am Hüfteln, sind wir jetzt gerade drauf gekommen, dass wir, es wäre wohl irgendwie ein Grabmal oder sowas und hin und her. Und im Endeffekt haben wir im Asset Viewer, das Programm kennen vielleicht einige von euch, im Asset Viewer, wenn wir hier Lade eingeben, gibt es hier eine authentische Bundeslade. Aufgabe Oberhaupt von Wahadesha. Oberhaupt von Wahadesha ist die Hauptinsel. Und das ist eine Aufgabe. Und ich habe gesucht und gesucht und gesucht und ich habe die Quest nicht gefunden. Und irgendwann kamen wir dann auf die Assets. Und das Ganze ist eine Questreihe. Und die Questreihe ist versteckt. Das heißt irgendwie Hidden Treasure unterstrich 1 oder so. Okay. Und dann nach so, 8 Stunden irgendwann kam dann der The Golf Pants Guy an und hat gesagt, ja, du brauchst dieses, jenes und hast du nicht gesehen. Und das sind in dem Fall diese drei Items. Er hat einen deutschen Questtext vorgelesen. Und zwar auf diesen Items stehen Hinweise. Vers 1, Vers 2, Vers 3. Die gehen wir jetzt mal eben gemeinsam durch. Denn ich habe eine Idee. So, Vers 1. Also da oben drauf ist ein grober Text. Es geht nur um die Verse. Vers 1. Und wenn am westlichen Schrein Gebete erklingen, soll ein neuer Schatten sich aus einem Ort formen, an dem diejenigen von oben und diejenigen von unten sich vereinen. Und das Wort des Herrn soll den ersten, der Elamais im ewigen Schlaf dort festhalten. So, am westlichen Schrein sollen Gebete erklingen. Das hier ist der westliche Schrein für Gebete. Auf der Insel Wahadesha. Die Quest, die wir brauchen, ist auf Wahadesha. Auf dem zweiten Zettel steht, was wäre die Schönheit ohne die darauffolgende Nacht? Diejenigen, die im Schutze des Tages beten, bringt der Herr Trost. Doch diejenigen, die in der schimmernden Abenddämmerung beten, werden Erleuchtung erlangen. So.
Dann stellen wir jetzt auf Abenddämmerung. Das ist nämlich der erste Teil, schätze ich mal, des Rätsels. Dann haben wir noch die Vase. Vers 3. Fürchtet euch nicht vor dem Berg, sondern kommt voller Liebe zu ihm. Denn in diesem Hügelgrab leben die alten Tage in der Pracht großer Könige noch immer fort. Denjenigen, die im bescheidenen Schatten und in diskretem Abstand kommen, wird das Licht den Weg weisen. Im bescheidenen Schatten. Der bescheidene Schatten ist quasi auch wieder der Hinweis auf die Abenddämmerung. Ein bescheidener Schatten, so ein bisschen. Aber es geht um Schatten und im normalen Spiel drehen sich die Schatten. Und wie genau soll man da beten? Also, gehe ich jetzt mal davon aus, ich teste das jetzt gerade wirklich, jetzt schieb mich hier nicht rum. Wirklich zum ersten Mal, jetzt gehen wir in den First-Person-Modus mit Shift-STRG-R. Ein Gebet zu ihrem Trost. Okay, jetzt halten wir das Gebet. Jetzt soll sich ein neuer Schatten formen. An einem Ort. Erstmal von außen abklappern. Was ist das? Warum können wir das anklicken? Ja. Und da haben wir den Sarkophag. Die Königin von Seba. Und damit haben wir die versteckte Quest gefunden. Vielleicht hilft euch das auch als Hinweis, damit ihr die versteckte Quest finden könnt. Der König bedankt sich für unsere Mühen und ist von unserem Werk beeindruckt. Ja, so viel dazu. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Sasono.